Der Fall Josef Fritzl sorgt auch 15 Jahre, nachdem er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, noch für Aufsehen. So auch, als Ende Jänner entschieden wurde, dass Fritzl, der mittlerweile anders heißt, aufgrund seiner Demenzerkrankung vom Maßnahmenvollzug in ein reguläres Gefängnis verlegt werden soll. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Doch wo soll der 88-Jährige künftig untergebracht werden? Ein möglicher Ort wäre Suben in Oberösterreich. Die einzige Haftanstalt mit einer Seniorenabteilung, in der hauptsächlich Gewalt- und Sexualstraftäter untergebracht sind. Christian Hoffmann war für uns dort. Aber wie Sie sehen, beginnt auch hier die Seniorenabteilung. Seit 14 Jahren gibt es in der Justizanstalt Suben eine eigene Abteilung für ältere Häftlinge ab 60. Auf ihre altersbedingt besonderen Bedürfnisse kann hier noch gut eingegangen werden, aber die Herausforderungen für die Belegschaft werden größer. Es sind körperliche Gebrechen, psychische Beeinträchtigungen bis hin zu beginnenden Demenzerkrankungen. Also im Prinzip machen wir nichts anderes, als was draußen auch die Altersheime machen. Wir schauen, dass wir die Leute adäquat unterbringen, dass sie entsprechend ihrer Altersgruppen untergebracht sind. Dafür braucht es aber speziell ausgebildetes Personal, das auch in der Außenwelt schwer zu bekommen ist. Personalnot gibt es in Suben aktuell keine. Wenn man da gesundheitliche Probleme hat, ist die ärztliche Versorgung sicher besser da als wir. Woanders, ich meine, ich habe wenig Vergleich. Es gibt so Gruppen, die teilen so, was ich Musik machen oder Gedächtnistraining oder solche Sachen. Ich leg dir jetzt eine Karten her. Ja. Und du schaust, ob du irgendwo was Gleiches hast. Ja. Wir machen eben hauptsächlich Gehirnübungen, Rätselübungen, Spiele, damit eben gewisse Demenz. Dass man halt gegen Demenz schon ein dagegen spült. Ne? Herr Czernoch hat sich zum Selber-Trainer ausbilden lassen, die Abkürzung für selbstständig im Alter. Den Senioren stehen hier 4 Ärzte und 7 Krankenpflegerinnen zur Verfügung, Ergo, Physio und Psychotherapeutinnen. Gesundheitsvorsorge ist schon auch ein Thema. Wir haben da auch Demenzdiagnostik, die wird halt da bei Bedarf gemacht. Naja, es ist auch die Ernährung dann das Thema. Das ist auch ein großes Thema eigentlich. Und ja, die Medikamenteneinnahme. Aber wie gesagt, das ist dann eher dann der Arzt. Der Bestand an hilfs- und pflegebedürftigen älteren Menschen und Frauen im Strafvollzug wird sich Schätzungen zufolge in den nächsten 10 Jahren verdoppeln. Der Fachkräftemangel ist ein evidenter Bekannter, der gilt für ganz Österreich. Mit dem sind auch wir konfrontiert in der Justiz. Eine Justizanstalt besteht aber aus einem multiprofessionellen Team. Es sind Bedienstete unterschiedlichster Disziplinen vor Ort. Es gibt die Justizwachbediensteten, die neben ihren Tätigkeiten als exekutiver Wachkörper im klassischen Sinn auch Betreuungsaufgaben wahrnehmen. Es gibt die unterschiedlichen Fachdienste. Auch in Suben gibt es Grenzen, gesundheitliche Grenzen. Wo die Leute wirklich einen größeren Pflegeaufwand bedürfen. Da können wir dann irgendwann einmal nicht mehr mit. Und da muss man dann einfach sagen, okay, dann gehört überprüft, wie weit das die Leute nachher überhaupt noch vollzugstauglich sind. Lediglich 3% aller Häftlinge in Österreich sind älter als 65. Dieser Anteil wird steigen, parallel zur Alterung der Gesellschaft.